Ja, wir sind hier in Lürth und hören auch schon die musikalische Klänge. Leider wollten wir das auch das Profil machen, aber das machen wir ganz nebenbei. Der Festzug ist jetzt hier zum Blauengemeinde, wo es dann reingeht. Es stehen auch einige Zuschauer. Da rechnen wir mal mehrere hundert Zuschauer, haben sich hier am Straßenrand eingefunden, um den Festzug zu sehen hier. Angeführt, ja, wie von den Organisationen, das ist der Polizei und dann die, nicht wie laut Plan, die Samba-Gruppe. Karaktika, sehen wir. Wir werden jetzt ein bisschen anzoomen. Einige Gruppen, also das ist der Stadtverband, die Feuerwehr, Kornettchor, Koloni, Chor das Kanadier von 1877, hier vertreten der Feuerwehr Löschzug Herr Mülheim, hier vertreten. Ja, wir stehen jetzt gerade in einer Wettbewerbskarte. Ich weiß nicht warum. Aber so gesehen ist keiner von denen da, wo wir standen. Ja, das ist der. Ja, wie gesagt, habe ich das hier. Der Linus Club. Hier vertreten. Wir kommen dann hier vertreten. Die AOK. Die AOK ist sogar dabei. Wie ich sehe. Die AOK Rheinland, die hier wahrnimmt. Wir versuchen ein bisschen reinzugehen. Ja, wir stehen hier an der Friedrich-Ebert-Straße in Kreisel. Ja, jetzt kommt der Basketball-Club. Und danach kommt die Gruppe Dancing Feet. Ja, wir sehen, dann kommt schon, also nicht die Ortsgemeinschaft, die Altschule. Der Tambor, nein, erstmal die blauen, blaue KW, weiß-blau, alte Funken, blau-weiß, vertreten. Alles halt in kleineren Gruppen und Zahlen. Ja, dann kommt auch schon der feste Runde Altürt vertreten musikalisch. Ja, mit ihren ersten Vorsitzenden auch vertreten, ja. Die KE
heute alles hier vertreten. Als nächstes kommt dann die Prinzengarde mit Musikzug hier vertreten. Und selber die Prinzengarde dabei. Ja, die Prinzengarde ist hier vertreten. Ein bisschen ungünstig, aber doch noch wahrzunehmen. Wie gesagt, habt ihr die Prinzengarde klein. Wir kommen jetzt zu Bärenrad. Mit den ersten Bärenrader KG vertreten hier. Hier vor Ort sind die und die Dorfgemeinschaft Bärenrad. Dann kommen wir auch schon zu der Männergesangsverein Cecilia Bernhard und die Mai-Gesellschaft mit ihrem Mai-Königpaar aus diesem Jahr. Hier kommen wir zu den Gläuler, zu den Gläuler Volkmäuschen. Und wir kommen auch jetzt schon, es ist noch immer Gläuel, die hier vertreten ist. Ja genau, es ist noch ganz Gläuel hier vertreten. Mit der großen Karnevalsgesellschaft Gläuel. Nee, Efferen ist hier. Efferen haben wir hier alphabetisch mit ihren kommenden, drei, das designierte Dreigestirn aus Jürg-Efferen. Ja, wir kommen dann hier zu den Husaren. Die Husaren-Fans hier vertreten auch hier heute. Und die Luther-Husaren-Chor. Danach kommt die Dorfgemeinschaft Kitschenisch mit auf der Prinzengarde. KG, Grau-Weiß, Edelweiß, seht ihr. Danach kommen die Da haben wir sie noch bei der KG Frau bei Fischisch, die eben das Lied für Jürg gewonnen haben. Und wir kommen jetzt hier ja, zu Jürg und aber auch, ja. Ja, wir kommen dann halt auch zu der Gläuel. Zogen, auch ganz viele Bruderschaft aus Wischenich, ah, die Mai-Gesellschaft Wischenich. Und Wischenich, die Mai-Gesellschaft, haben sich auch einige Besucher heute hier angesagt. Ja, der Zug kommt auch jetzt stehen, weil der Linienverkehr hier unterwegs ist.
unterwegs ist. Wenn man springt hier, der Zug, der hier rumfährt. Polizei, Absperrung. Und dann hier hochwärts zur Blaulichtmeile, wie man schon sagt heute. Ja. Und auch viele Fahrzeuge angekündigt haben. Ja, auch mal weiter, die Busse müssen hier stehen. Ja, jetzt lassen wir erstmal den Stadtbus durch, wieder über die Bonner Straße auf die Luxemburger fährt und dann wieder auf den Hürther Bogen, fährt. Ja, ganz einfach. Heute kostenlos den Bus anbieten, aber dann kommt man doch nicht so durch, wie man gerne möchte. Ja, und es geht weiter mit der Mai-Gesellschaft und mit den wir sind noch immer in Fürth-Fische nicht vertreten. Ja. Aufhalten sich Gruppen, Regierungen. Willkommen zu Gleus. Zu Gleus. Zum Karnevalsgesellschaft. Blau-Weiß, Gleus. Und dann hier der Musikstoff aus Gold. Rheingold, Efferen. Und wir sind hier noch in Hürth. Die Bürgergarde Hürth kommen wir jetzt. TV. Aber wir sind noch nicht und es läuft weiter. Dann kommen wir zur Ortsgemeinschaft Hürther Mühlheim mit der designierten Kindertonalität, aber die in 14 Tagen ihr Lichterfest haben, vom 27. auf den 28. Juli im Burgpark zu Gläuben. Die Schützen aus Hürther Mühlheim sind hier auch vertreten in einer großen Zahl Abordnung mit ihrem Vorsitzenden, ihrem ersten Rudermeister, die selber im Jahre 2012 ihr Bundesfest hier in Hürth ausrichtete, aber in noch einem größeren Rahmen, wie wir es heute erleben. Ja, der Zug kommt jetzt stehen. Wir kommen dann zum Karnevalsverein. Räuscher Junge, die als nächstes dann verfolgen, hinter den Schützen, der Hubertus-Schützen, mit Herrn Müller. Ja, wir sind normalerweise, würde ich jetzt schon in die Messe laufen, aber mit dem Verzug, aber wir sehen auch schon hinten das Blaulichtfahrzeug der Feuerwehr, die den Abschluss bildet. Aber wir kommen jetzt zur Ortsgemeinschaft Kendenich. Auch jetzt kommt Kendenich mit der Ortsgemeinschaft und mit dem Burgknappen Kendenich. Mit dem Burgknappen, die auch in diesem Jahr wieder eine Prinzessin stellen, die Burgknappen. Ja, danach kommen die großen Knapsacker, KG, vertreten hier. Alles militär,
Dann kommen wir zu Stotzheim. Stotzheim zu sagen, doch, gibt es doch in Stotzheim. Die Prinzipiale Stotzheim und die Stotzheimer Ortsgemeinschaft. Ja, und das sind die Prinzipiale Stotzheim vertreten. Und wir auch haben noch eine zweite Kanne, was ich gesagt habe, die in einer kleinen Abordnung für die Getränke ist. Wir kommen jetzt zur Partnerschaft. Ich bin mich für den Thurau Musikverein. Hier zu Gast sind und die Stadt- und Ratsverband mit Herrn Müllheim, mit den Ortsgemeinschaften. Selber heute der Bürgermeister mit Orts- und sogar mit Stadtkette trägt heute hier. Ja, das ist, war der Festzug 2018. Ja, sehr auf der Stadtrunden bei super Wetter hier. Wir werden jetzt wieder ausblenden und melden uns dann nachher von der Messe wieder. Auf Wiedersehen.